Herzlich willkommen zu den News aus dem Mai. Neuseeland entscheidet per Volksabstimmung über die Freigabe von Cannabis. Zusammen mit der nächsten Parlamentswahl 2020 wird es eine Volksabstimmung über die Legalisierung von Cannabis geben, wie die Koalition der neuseeländischen Premierministerin mitteilte. Die sozialdemokratische Regierungschefin setzt damit eine Abmachung um, die sie nach der vorigen Parlamentswahl mit den mitregierenden Parteien getroffen hatte. In der Abstimmung werden sich die Neuseeländer für Ja oder Nein entscheiden müssen. Grundlage ist ein Entwurf, wonach Kauf und der Konsum von Cannabisprodukten erlaubt sind. Wenn man mindestens 20 Jahre alt ist, bei einem Ja müsste die nächste Regierung, egal welche, dies dann auch umsetzen. Der medizinische Gebrauch von Cannabis ist in Neuseeland bereits erlaubt. US-Forscher schaffen Voraussetzungen für Marihuana-Testgerät. Chemiker der University of California haben die Grundlagen für ein kleines elektronisches Marihuana-Testgerät entwickelt. Denn durch die Legalisierung und das Entkriminalisieren von Cannabis in Kalifornien steige laut dem Chemiker Neil Garg auch die Notwendigkeit eines solchen Gerätes. Das eigentliche Gerät wurde allerdings noch nicht gebaut, sondern vorerst der Oxidationsprozess erforscht, der funktioniert ähnlich wie beim Alkoholtest. Die Forscher haben für ihre Untersuchung ein Wasserstoffmolekül aus dem THC entfernt. Dadurch verändert sich die Farbe des Moleküls, was auf dem Gerät sichtbar wird. Alkoholtest verwandeln im Gegenzug Ethanol in eine organische chemische Verbindung. Ja, Luxemburg hat Entwurf für die Legalisierung veröffentlicht. Der Entwurf sieht vor, dass luxemburgische Bürger über 18 Jahre maximal 30 Gramm Cannabis pro Monat kaufen können. Um Cannabistourismus zu vermeiden, müssen alle Käufer und Käuferinnen mindestens 6 Monate in Luxemburg gemeldet sein. Mit der behördlichen Registrierung soll sichergestellt werden, dass niemand sein monatliches Kontingent überschreiten kann. In den öffentlichen Bereichen und Nichtraucherzonen ist der Konsum untersagt. Das Cannabis, welches für den Verkauf in Geschäften vorgesehen ist, muss in Luxemburg hergestellt worden sein. Dafür wurden 2 Unternehmen benannt. Die Unternehmen können auch für den Export anbauen, daher muss das produzierte Cannabis von höchster medizinischer Qualität sein. Häuslicher Anbau wird allerdings nicht erlaubt. Es wurden insgesamt 14 Verkaufsstellen ausgewiesen, die sich nicht in der Nähe von Schulen befinden und weder Alkohol noch Tabak verkaufen dürfen. Tschechien stimmt im Gesetzesentwurf überwiegend zu. Die Abgeordnetenkammer des Parlaments der Tschechischen Republik hat einen vom Abgeordneten der Piratenpartei vorgelegten Gesetzesentwurf über die Regulierungsmaßnahmen für den Anbau und Besitz von Cannabis für den persönlichen Gebrauch unterstützt und wird diesen erörtern. Auf dem Gebiet der Legalisierung von Cannabis erreichten wir einen historischen Wendepunkt. Als 141 der 194 anwesenden Abgeordneten dafür stimmten, eine Debatte in erster Lesung über 2 Gesetzesentwürfe zur Drogenpolitik zusammenzuführen. Der erste Gesetzentwurf der Regierung befasst sich mit dem Export von medizinischem Cannabis, während der zweite Gesetzentwurf den Besitz und den Selbstanbau von Cannabis für den persönlichen Gebrauch verändert. Beide Vorschläge sollen im Rahmen der laufenden 49. Sitzung in der ersten Juniwoche erörtert werden. Die Vereinigung Legalisatze CZ, die zur Schaffung des Gesetzes zur Änderung beigetragen hat, dass es Erwachsenen ermöglicht, kleine Mengen Cannabis für den persönlichen Gebrauch anzubauen, zu verarbeiten und zu besitzen, ohne strafrechtliche Sanktionen ausgesetzt zu sein, begrüßt und unterstützt das Interesse der Abgeordnetenkammer in diesem Bereich. Uruguay widerlegt negative Cannabis-Auswirkungen. Ein Forschungsteam verglich die Ergebnisse einer Umfrage mit ähnlichen Daten, die bei Jugendlichen in Chile erhoben wurden, wo Cannabis nach wie vor verboten ist. Nach der Analyse der Daten kamen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass es keine Beweise dafür gibt, eine Entscheidung Uruguays, Gras zu legalisieren, negative Auswirkungen auf den Cannabiskonsum von Jugendlichen hat. Französisches Verbot der Einfuhr von Cannabisölen, auch CBD genannt, verstößt gegen EU-Recht. Bereits am 14. Mai betonte ein Vertreter des Europäischen Gerichtshofs in einem Rechtsgutachten, dass die Einfuhr von CBD im Rahmen des freien Warenverkehrs
des Blogs nicht verboten werden dürfe. Der Rechtsfall betrifft die Vermarktung einer E-Zigarette, die CBD-Öl verwendet, das wiederum aus der Tschechischen Republik importiert wird, wo Biohanfpflanzen verarbeitet werden. Hersteller dieser Kartuschen waren in Frankreich wegen Drogenbesitzes zu 18 Monaten Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden. Als Antwort auf die Anfrage des französischen Berufungsgerichtes hat EU-Generalanwalt Evgeny Tantchev nun den derzeitigen französischen Rechtsrahmen angefochten, der aktuell die Vermarktung von Produkten verbietet, die aus der gesamten Hanfpflanze gewonnen werden, einschließlich solcher, die chemische Verbindung CBD enthalten. Den Anwälten des Unternehmens zufolge dürfte eine Bestätigung des Rechtsgutachtens durch den obersten Gerichtshof erhebliche Auswirkungen auf die CBD-Industrie in Europa haben, da sie nicht nur Frankreich dazu zwingen würde, seine Gesetzgebung anzupassen. Auch andere nationale Regulierungsbehörden wären dann verpflichtet, gewisse Beschränkungen im Zusammenhang mit Hanfprodukten und dem freien Warenverkehr innerhalb der EU zu überprüfen. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Baba. Do your own.